Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich bin eigentlich auf der Suche nach dem Schlüssel zu diesem Schatz, der hier irgendwo unter dem Haus vermutlich in Geheimgang lagert und habe dabei gerade etwas gefunden, und zwar einen weißen Wolf. Oder wie ich sehe, ein ganzes Wolfsrudel. Ach du Scheiße. Okay, die anderen Wölfe habe ich eben noch nicht gesehen. Und die würde ich. Oh, ich habe gerade den Geheimgang, glaube ich, entdeckt. Ah, das heißt, man muss quasi. Ne, man muss wahrscheinlich nicht unbedingt die Wölfe machen, um zum Geheimgang zu kommen. Aber ich würde es trotzdem gerne probieren. Ich habe aber gerade auch gesehen, dass ich noch zwei Fertigkeitspunkte habe. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass das jetzt wahrscheinlich sehr heftig werden wird. Ich weiß nämlich nicht, wie hoch die sind, dass ich definitiv noch mal meinen Schaden erhöhen beziehungsweise vielleicht auch Gesundheit erhöhen sollte. Habe ich denn gar nichts mehr in Richtung Gesundheit oder so? Leichter Angriffsschaden. Ja gut, mit Feuer werden sie wahrscheinlich eher nicht rumwerfen. Fernkampf wird mir auch nicht mehr allzu viel helfen, weil ich fast keine Pfeile mehr habe. Ich bin noch nirgendwo hingekommen, wo ich die wieder auffüllen kann. Ja, das sieht alles irgendwie nicht so toll aus. Okay, den schweren Schaden können wir noch mal ein bisschen erhöhen. Und dann war irgendwo noch was mit leichter Schaden. Dann nehmen wir das einfach jetzt erstmal. Den Axtkritische. Leichter Angriffsschaden, genau. So, ich werde auch noch mal schnell speichern. Und hoffen, dass ich jetzt hier nicht komplett untergehe. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich da jetzt hochklettere. Ich denke mal, das wird erst starten, wenn ich da reingehe. Ich denke mal auch, dass die da hochspringen werden zu mir. Aber vielleicht habe ich von da eine bessere Angriffsposition. Keine Ahnung. Oh, oder auch nicht. Ja, roll bloß nicht weg. Ah, ich kann mal Pfeile holen. Das ist schon mal gut. Oh, das ist schlecht. Hallo? Was war das? Hilfe! Nein, ich bin weggerollt, du Arsch. Ey, da kann man doch nicht mal wegrollen in dem Moment. Was ist das denn? Ne, man kann sich nicht wehren, indem man wegrollt. Das verstehe ich nicht. Darf auf jeden Fall nicht bei denen allen zusammen sein. Der eine ist aber ganz schön groß. Yes. Okay. Ich muss gucken, am besten, dass ich die zwei Kleinen, glaube ich, als erstes mal. Also den ersten haben wir ja schon. Oh, Kleiner, komm. Komm doch mal auf mich zu. Ich will dich nicht in der Nähe von den Großen haben. Es scheint so Papa Wolf zu sein da hinten. Ach, komm doch einfach, Mann. Ja, komm, los. Nein, ich möchte den Weißen haben. Lass du mich in Ruhe?
Ich will nur den weißen haben. Okay, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Nein, lass du mich erstmal in Ruhe. Ich will dich... Ach, lauf doch mal. Hallo? Wieso läuft die nicht mehr? Die weicht nicht aus, die läuft nicht. Aber ich glaube, die Taktik ist gar nicht so schlecht, erstmal den Kleinen zu nehmen. Also den Weißen. Wenn er denn kommen würde. Komm, ich habe nämlich keine Pfeile mehr. Aber bitte ohne den scheiß Großen. Komm. Junge, der Weiße. Ich will den Weißen separat haben. Komm, komm auf die Seite, komm. Okay. Wieso ist der nicht mehr zentriert? Was ist das für ein Scheiße? Nein! Yes! Woo! Das war, oder das wäre zumindest nicht so einfach in Anführungszeichen gewesen, wenn ich alle am Leben gelassen hätte. Aber so war es richtig geil, muss ich sagen. Woo! Okay. Wir haben wieder ein legendäres Tier mehr. Das ist richtig geil. Wir machen natürlich davon auch ein Foto. Ich bin ja immer so stolz drauf, wenn ich legendäre Tiere hier ermordet habe. Das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an, aber egal. Sehr, sehr geil. Werden wir auf jeden Fall ganz schnell speichern auch. Und ja, von denen kriegen wir wahrscheinlich keinen Loot. Das dachte ich mir schon. Boah. Dann gucken wir auch noch mal direkt bei dem Eingang hier. Der vermutlich hier ist, weil das sieht mir ein bisschen nach Geheimnis aus. Lass doch mal los hier. Och ja, dann spring halt drüber. Wenn ich was sehen würde. Ach, da ist ein Schlüssel. Ah, okay. Okay, okay. Ich weiß noch nicht genau, wofür dieser Schlüssel ist, aber den werden wir bestimmt noch gut gebrauchen. Komm, spring einfach runter. Das ist voll, sehr gut. Okay. Hey, wo ist denn der Eingang? Man sieht hier vor allen Dingen mit diesem ganzen scheiß Nebel überhaupt nichts. Ist der hier? Ich glaube ja, ne? Okay, perfekt. Müssen wir uns irgendwie... Komm, ein bisschen schneller. Irgendwie rechts halten. Oder der geheime Eingang hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich suche. Das ist natürlich doof. Es ist anscheinend doch ein ganz anderer Schatz. Ich bin gerade am Überlegen... Ach so, nee, wir brauchten ja einen Schlüssel, glaube ich, für den anderen. Insofern... haben wir dann doch alles richtig gemacht. Weil wir können dann wahrscheinlich einfach die Tür aufschließen, wenn ich mich richtig erinnere. Schön, wenn ich hier mal was sehen könnte. So. Oh, sind da viele Vögel.
Ich meine zumindest, ich hätte hier vorne eine verschlossene Tür gesehen. Ja, genau. Perfekt. Dann könnte mich hier irgendwo noch einen Geheimgang finden. Geh mal stark. Oder es ist einfach ganz offen, dass wir die Treppen runtergehen. Das kann natürlich auch sein. So, verzweifelte Nachricht. Wir sind alle zu Tode geängstigt. Was für ein Teufel oder Untier sucht unser Dorfheim. Des Nachts hört man ein unnatürliches Krächzen, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Niemand traut sich mehr aus dem Haus. Was soll nur aus uns werden? Ja, ich würde sagen, jetzt wohl gar nichts mehr, weil sie schon dementsprechend alle abgehauen sind, beziehungsweise alle schon getötet worden sind. Aber man kann hier neu anfangen, weil das Wolfsrudel ist weg. Und meine Pfeile auch, ne? Ach nee, ich habe doch noch welche. Moment, da war was zum Explodieren lassen? Anscheinend nicht. Okay, gut, machen wir es anders. Was habe ich denn da kaputt gemacht? Einfache Dinger hier. Warum kann da nicht mal Gold oder so drin sein? Das sind die einzigen Sachen, die ich jetzt noch brauche zum Aufwerten, Leute. Ganz ehrlich. Das ist eine Schande, was man im Moment findet, was man alles nicht mehr gebraucht. Na gut, ich würde sagen, ich schau mal, ob ich denn noch die zweite Stelle finden kann, wo ich, also ich nenne ihn immer nur E-Advins, ist ja auch egal, E-Advins Einfluss schwächen kann, beziehungsweise war, glaube ich, eine Frau. Und ich habe jetzt leider zufällig eine Stelle gefunden, die ich nicht aufgenommen habe. Das war aber jetzt mein Wolf, ne? Das war jetzt, die sind jetzt nicht wieder zurückgekommen oder so. Das nur, um euch das mal kurz zu sagen. Und zwar war das hier in dem unaussprechlichen Teralein-Ruin oder sowas. Da bin ich hingereist, wollte eigentlich nur hier diese Schnellreise freischalten. Und da habe ich dann ja so einen Angriff im Endeffekt abgewehrt und die Leute da so ein bisschen beschützt. Da habe ich dann offensichtlich den Einfluss ein bisschen mit geschwächt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass hier irgendwo, die leider nicht angezeigt werden, noch zwei Stellen sind, wahrscheinlich wirklich hier so in der Umgebung, noch zwei Stellen sind, wo man ja, den Einfluss schwächen kann. Wenn ich davon noch eine gefunden habe, sage ich euch natürlich auf jeden Fall, wo sie war. Dann noch ein anderer kleiner Tipp, das habt ihr gerade zufällig gesehen. Hier habe ich ein Gebiet gefunden, wo ganz, ganz viele Wölfe sind. Ganz, ganz viele Füchse sind. Da kann man mitunter gut Fuchsfell für einen Jäger sammeln. Und dann habe ich hier... Ach ja. Dann habe ich hier unten, was man jetzt natürlich wieder nicht sehen kann, weil Ubisoft wie immer Probleme mit der Online-Verbindung hat. Ich weiß nicht, wie oft der das noch sagen will. Hier ungefähr bei dem X habe ich... ein Rätsel war es eigentlich. Es war als Rätsel angegeben, also sprich so ein bläuliches, so eine bläuliche Kugel. Da musste ich dann einen Fuchs aus dem Haus retten. Und da habe ich dann, also sie ist leider gestorben, die mich darum gebeten hat. Und da habe ich dann einen Fuchs, ja, quasi für unsere Siedlung bekommen. Das nur als kleiner Tipp für euch. Ja, ich würde sagen, ich schaue dann mal ein bisschen hier rum, ob ich denn noch andere Orte finde. Also ich denke mal, es sind noch zwei Orte, wo wir den Einfluss etwas schwächen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich einen dieser Orte gefunden habe. Ja, ich habe jetzt was gefunden. Und zwar bin ich hier oben, südlich von Kloster Allenchester. Da habe ich zum einen ein Artefakt, ja, gefunden, aber ich komme im Moment noch nicht ran. Ich dachte, ich könnte durch den geheimen Eingang rein, aber das war Blödsinn. Da waren wir ja vorhin schon drin. Und direkt daneben untergraben. Da werde ich jetzt definitiv hinreiten und ich habe mir direkt schon mal dieses Symbol hier markiert, in der Hoffnung, dass wir den eventuell auch knacken können. Also, erstmal vor uns... Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch alle tot sind oder ob die jetzt wiedergekommen sind. Da ist auch ein Wolf, der tot ist. Der war noch eben noch nicht tot. Kann ich jetzt mal absteigen, bitte? Mein Gott. Wie lange muss ich hier bitte B drücken? So. Diesen Wachen entgeht nichts. Welchen Wachen? Das sind doch gar keine mehr da. Wir haben ja doch alle weggemetzelt.
So, die sind auch nicht da, obwohl ich etwas weggegangen bin. Also, mein großes Problem ist, ich komme jetzt hier gerade nicht rein. Ich kann das vermutlich nicht wegsprengen. Das heißt, ich muss irgendwo vermutlich von der Seite da reinkommen. Da gucke ich jetzt mit euch nochmal kurz, ob es hier irgendwie einen Seiteneingang gibt oder ähnliches. Ah, tada. Okay, den habe ich jetzt eben natürlich nicht gesehen. Und ich kann ihn sogar aufschließen. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber ich vermute mal, dass dann einer der Wachen den Schlüssel bei sich hatte. Und wir haben ein römisches Artefakt erhalten. Wieder ein neues, was wir abgeben können. Und ich hoffe, wir haben langsam aber sicher... Achso, ich kann jetzt nicht speichern, weil ich im Sperrbezirk bin, von mir aus. Die Quest sollte er mir eigentlich auch anzeigen. Das ist direkt rechts von mir. Wieso ist das direkt rechts von mir? Wahrscheinlich der Teil da hinten, oder? Darf ich jetzt mal eben speichern oder bin ich immer noch nicht... Ich bin immer noch nicht weit genug weg anscheinend. Okay, aber wir nähern uns auf jeden Fall dem Ziel, wo wir hin sollen. Dann werden wir mal gucken, was wir hier für einen Einfluss schwächen können. Weg, na los. Kein Bedarf. Hi. Boah, wieso geht die hier nicht weiter? Blocken ist auch nicht, ja, ich weiß. Mann, nimm doch mal den Bogenschützen, wo ich die ganze Zeit drauf ziele. Ist das denn so schwer? Hallo, wo läufst du hin? Das ist mir egal, ob ich dich los werde. Ich töte dich einfach. So. Jetzt stelle ich gerade fest, ich konnte da niemanden befreien, sondern muss die Dinge anzünden. Okay, von mir aus. Können wir die eigentlich anzünden und dann ganz schnell weglaufen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist oder ob wir lieber die Pfeile opfern. Ich glaube, wir opfern lieber die Pfeile. Nein, willst du mich verarschen? Ich bin extra so weit weg gewesen. Das ist nicht euer Ernst, ehrlich. Ja, dann hätte ich das natürlich auch von weiter weg machen können, theoretisch, aber... Feuer! Hallo, da war überhaupt gar kein Feuer. Wie hast du dich jetzt wieder mit Feuer infiziert hier? Das ist doch nicht euer Ernst. Geh schon aus! Genau, geh schon aus. Du hast jetzt lang genug gebrannt. Waren das alle? Weil ich habe jetzt... Achso, doch, ich habe doch oben den Einfluss mehr bekommen. Ja, wunderbar. Bis auf, dass ich noch am Brennen bin, was natürlich ziemlich nervig ist gerade. Dann werde ich mal schauen, ob ich den Typen hier oben besiegen kann. Ich würde aber gerne vorher speichern, wenn es denn genehm ist. Nein, es ist natürlich wieder nicht genehm. Ist ja wieder typisch. So, da hinten laufen welche rum. Den wollen wir aber... Oh, da hinten laufen auch welche. Ich will doch einfach nochmal speichern, Leute. Aha, geht doch. Mann, 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 Mann. Ist das denn so schwer? Och, man geht da drüber. Okay, also ich schätze, das ist wohl gewollt, dass man die Attentate mit dem nicht machen kann oder so. Ich weiß es nicht. Nein, hallo, du sollst ausweichen, du selten blöde Kuh. Nein, sie weicht nicht aus. Warum auch? Weich bloß nicht aus, kein Thema.
Geht doch! Mann! Boah! Also, es klappte überhaupt nicht mit dem Ausweichen, aber das kenne ich ja von ihr jetzt schon. Darf ich hier auch vielleicht mal den Tod bestätigen? Oder... Hallo? Er zuckt noch. Darf ich deswegen den Tod nicht bestätigen? Jetzt aber. Wo du hingehen wirst, gibt es kein Sonnenlicht. Vielleicht wirst du in der Haut einer Schlange baden. Dein Name, Kummerbringer, schneller Tod, wie er auch lautet, ist auf ewig befleckt. Mein Name ist Horsa. In meinem Haus findest du Silber. Sorg dafür, dass es gut und leichtfertig ausgegeben wird. Der hätte wenigstens mal sagen können, wo sein Haus ist. Dann hätte ich mir das Gold selber, das Silber selber geholt. Perfekt. Es hat zwar so gar nichts funktioniert mit dem Ausweichen. Doch ein oder zweimal konnte ich immerhin blocken. Das war schon sehr schön. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen die Aasgeier, aber das ist nur ein Adler oder ein Bussard. Ein Bussard, glaube ich. Sehr, sehr schön. Dann gucke ich mal, ob ich noch den dritte Stelle bekomme, wo wir den Einfluss schwächen können. Und schalt euch gleich wieder hinzu. So, wir sind jetzt gerade hier unten in Oxenna vor. Da habe ich festgestellt, dass noch ein Teil zu finden ist, um die Versorgungsgüter zu vernichten, also um Lady Erdwin zu schwächen. Aber, und ich meine, den haben wir noch nicht erledigt, da hinten stehen Wachen, da steht noch ein Spottstreiter. Den würde ich nämlich gerne in der Zeit mal eben machen. Sieh dich an! Du siehst aus wie ein ausgestopfter Biber. Was für einen Streit suchst du denn? Ich beobachte nur, dass du schwächlich bist wie ein Spatz. Und das würde ich gerne in Verse verpacken. Ein Spottstreit. Du weißt Bescheid. Ja, dann lass es uns wagen, ne? Ich stelle mich dir. Und hoffen, dass das funktioniert. Ich habe ja immer so ein bisschen Panik dabei. Hier ist mein Einsatz. Dann wollen wir mal loslegen. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin stark wie ein Drache. Du fürchtest dich schon. Nein, du bist nur ein Würmchen und triffst keinen Ton. Sehr gut, weiter so. Ich verbreite so viel Angst, selbst den Bären wird fahl. Nur dein Haupthaar erschrak. Deshalb bist du ganz kahl. Schön. Ich hab Mut wie ein Löwe, bin stark wie ein Pferd. Und so klug wie ein Esel, der Rede nicht wert. Der war wahrlich gut. Oh, perfekt. Lass mich letztlich dir sagen, du wähnst dich ein Biest. Doch du bist nur ein Großkotz, der manchmal laut niest. Ei. Dein Geist ist scharf wie Adlerklauen. Du hast dir diesen Gewinn verdient. Danke, danke. Sehr schön. Ich gehe jetzt aber mal ganz schnell in Deckung. Weil ich nämlich nicht weiß, ob hier irgendwo... Ich habe nämlich im Hintergrund gesehen, dass hier Soldaten rumgelaufen sind. Ja, perfekt. Dann haben wir das auch geschafft. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo das gewesen ist. Ah, da auf der Richtung. Okay. Ich markiere mir das mal eben. Falsche Taste. So, damit ich auch die richtige Richtung habe. Hi, nicht erschrecken. Ich bin hier nur gerade untergetaucht. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir die hier schwächen können. Wir sollen was verbrennen, glaube ich, oder? Töte den Fahnenträger, steht jetzt da oben. Ja, keine Ahnung, warum der mir jetzt nicht rot angezeigt wird. Nein, ich war das nicht. Was ist das, ein Kampf? Nein, das ist kein Kampf. Komm her. Ja, komm her. Komm. Noch ein bisschen. Komm, noch ein bisschen. Keine Angst, mein Großer.
Farewell. Das war nur ein Typ. Das ist nicht so schlimm. Okay, perfekt. Also, wir müssen noch eine Stelle finden. Und ich hoffe, das kriege ich noch hin, damit wir das hier erstmal beenden können für heute. Ich werde weitersuchen und euch dann auf dem Laufenden halten. So, und ich habe endlich den dritten Teil gefunden. Und zwar bin ich hier in Oxenaforskir, wie auch immer, unten an der Grenze zu Westsexe. In diesem Dörfchen Feste Künebell. Da liegt mein Ziel, habe ich festgestellt. Und da müssen wir jetzt die Vorratswagen zerstören. Mal schauen, da oben sind welche. Da ist auch noch einer. Hier sollte ich vorsichtig sein. Naja, ich weiß. Du solltest immer vorsichtig sein. Kann man hier nicht hoch, oder was? Doch, meine ich doch. Der sieht mich aber. Das ist nicht gut. Das ist nicht nett. Okay, und ich habe drauf gedrückt, aber er war trotzdem... Ja, das ist geil. Es funktioniert ja super mit dieser Attentatsache. Ach komm, geh da hoch, Mann. Du sollst... Ey, sag mal, ist die dumm, oder was? Glaubst doch nicht, dass du so entkommst. Nee, offensichtlich kommt die ja noch nicht mal da hoch. Was für ein Scheiß, echt. Es ist so kompliziert, überhaupt mal da hoch zu klettern. Was ist denn gerade... Was war denn mit dem einen da gerade los? Er ist so nach vorne gerutscht irgendwie. Von wo schießt der denn? Ach, von da hinten. Ich wollte gerade noch sagen, der kann allerdings nicht besonders gut schießen. Hallo? Geht das noch, Junge? Doch. Ich sehe nur nichts. Und schon wieder habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich hasse es. Das liegt an diesem blöden Controller. Geht doch mal hier runter, Leute. Talent hast du nicht. Nein! Ach, du sollst doch einfach nur schlagen. Ja, hat ja super funktioniert mit dem unbemerkt Eindringen. Dein Schicksal wartet schon. Yeah. So. Da war doch gerade was. Ach, da unten ist... Ah, okay. Hier noch einen. Oh, wo gehst du denn jetzt wieder hin, Junge?
So, was haben wir denn da? Leere Schachtel. Nein, du sollst nicht darunter gehen. Sie für mich sühnen. Dahin, ja, das war jetzt nicht so clever. Ja, naja. Also, da ist noch eins. So. Da sind zwei nebeneinander, da sind jetzt drei. Machen wir uns natürlich mal eben, was in der Truhe ist. Guter Gott, wirst du müde? Ja, es hat ja super funktioniert. Von den Seiten, strengt euch an! Hallo, du sollst nach oben gehen. Ich roll um den herum und trotzdem ist es nicht ausgewichen, oder was? Mal willst du mich verarschen? Hast du jetzt davon? Warum trifft die denn nicht, wenn die direkt in sein Gesicht schlägt? Lang wird es nicht mehr dauern. Hast du recht. Geh schon aus! Spick die Brot mit Pfeilen! So langsam! Ja, stimmt, du bist zu langsam. Ja, beweg dich bloß nicht, ey. Steht mir ab. Breite deine Flügel aus. Ah, da, okay, das wollte ich nämlich wissen. Da muss ich hin. Falsche Seite. Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Geh dort herum! Aus.
Zurück! Nein! Oh, nicht das neue Leder! Verfluchtes Feuer! Aus! Scheiße! Und den Teufel darunter! Keinen Rennen! Ah. Boah, was ist das für ein Arsch? Wir kämpfen zusammen. Ja, aber wir kämpfen hier vorne, nicht da hinten, Junge. Na komm. Komm raus. Komm nach hier vorne. Ich habe keine Lust, bei den Bogenschützen zu kämpfen. Der denn jetzt her? Hallo, nimm doch mal Y an und schlag nicht immer. Dein Untergang naht! Wo kommen jetzt die ganzen Bogenschützen her? Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Ein Eindringling, kommt her! Lauf nur nach Hause! Könnt ihr vielleicht mal aufhören, auf mich zu zielen, damit ich mal gucken kann? So. Was siehst du, alte Freundin? War es jetzt schon alles, was ich hier machen musste? Das ist die große Frage. Scheint so, ne? Dann kann ich nämlich hier raus. Jo. Ich würde sagen, ja. Das markiere ich mir mal für später. Ja, leider haben wir damit noch immer nicht alles geschafft, so wie es aussieht. Weil da steht jetzt auch nicht mehr, dass wir die Wagen verbrennen sollen und so ähnliches. Aber hier können wir auf jeden Fall schon mal raus. Und das werde ich jetzt erstmal tun. Und ja, mal schauen, wo das letzte Stück ist. Das sehen wir dann leider erst in der nächsten Folge.